Ich bin Dr. Norbert Sass, vom Beruf her Immunologe. Und mit meiner Frau waren wir lange in den Vereinigten Staaten und wir haben immer gesagt, wenn ich mal in Pension gehe, kaufen wir uns einen Bauernhof und machen Schafzucht. Bei uns finden Sie das, was auf einem Bauernhof ist, was man aus Kinderbüchern oder aus kleinen Kindersendungen vielleicht noch kennt, dass da zumindest Hühner sind, dass da Schweine sind, dass da Gänse sind und nicht nur 200 Kühe im Kuhstall. Wir sind rübergekommen von den Vereinigten Staaten und haben hier 2 Jahre lang nach einem Hof geguckt. Bis wir dieses Anwesen hier hatten, haben uns dann unsere ersten 4 Schafe gekauft. Und dann habe ich mit meiner Frau diskutiert und habe gesagt, bei 4 sollten wir an und für sich nicht stehen bleiben. Sodass wir hier mit der Stadt Ahaus zusammenarbeiten, in Regenrückhaltebecken, die auch schön mit Gras bewachsen sind, dass wir dort unsere Schafe haben. Wir haben einige Schafe, die ein bisschen weiter entfernt sind. In Recklinghausen ist die Stadt laut Vertrag darauf angewiesen, dass sie Tiere dort hat, auf der Rennbahn, die Dung ablassen, weil die ganzen Pferde, die da mal gewesen sind, gibt es nicht mehr. Also hatten wir das Glück, dass wir unsere Schafe dorthin stellen konnten. Wir versuchen immer so ein bisschen das alles miteinander zu koordinieren. Meine Frau ist die Managerin dieses ganzen Betriebes. Wir sitzen zwar morgens immer zusammen und diskutieren, was anliegt, aber die ganze Ausführung und die ganze Tätigkeit liegt weitgehend bei meiner Frau. Und weil sie das alles nicht mehr alleine kann, haben wir André dazu geholt, der selbst mit einer hohen Begeisterung mit den Schafen hier arbeitet. Ebenfalls wie der andere André in Recklinghausen. Dass wir naturbedingt Fleisch produzieren, dass unsere Schafe 360 Tage im Jahr sind die draußen. Erlaubt im Grunde genommen ein Schafbesatz so zwischen 200 und 300 Schafe. Die Muttertiere kommen für eine Woche rein, wenn sie ablammen, aber mehr auch nicht. Und außer Gras und Heusilage füttern wir nichts dazu.